Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, das sind keine Späher, aber trotzdem haben die eine unglaublich hohe Sichtweite. Oh, ja, 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 jetzt wollen sie auf uns los, aber wir haben hier ein paar Einheiten ja bereitgestellt. Ah, wir haben jetzt natürlich nicht so viele mythische Einheiten dabei, sondern bloß unsere Unsterblichen, wenn er mal hier bitte auf den Affen da gehen würde. Wunderbar. So, das war gerade sehr... Ja, da ist er einfach platt gemacht, das ganze Ding. Hier oben gibt es nochmal ein Dorfzentrum, was wir uns auch gleich holen werden. Wir marschieren mal in diese Richtung weiter, denke ich. Oder finden wir noch irgendwas? Der Schatten sagt, befreit uns. Da hinten oben, na gut, dann müssen wir da mal mit den Heldeneinheiten reingehen, glaube ich. Das heißt, hier bleibt ihr. Ich habe noch ein paar Unsterbliche übrig. Was ist das denn? Der Kriegswagen ist ein Nahkämpfer. Ich dachte, der hätte... Was ist das denn für eine Fehlkonstruktion? Da kannst du ja gar nicht richtig kämpfen. Du würdest ja die ganze Zeit dein Tier vorne dran treffen. Also würde ich jetzt mal behaupten. Okay, alles klar. Was man nicht alles zu sehen bekommt. Achso, wo sind meine ganzen anderen Helden? Ja, euch kann ich vergessen. Du gehst hier mal mit. Backen die sich da einfach da oben drin fest? Das ist der Wahnsinn. Naja. Wir sind gerettet. Ihr seid gerettet, das ist richtig. Ihr vier. Einmal hier abgeben. Wir brauchen noch mehr Bevölkerungslimit. Das heißt, hier mal das Dorfzentrum besetzen. Soldaten habe ich ja wirklich keine mehr groß rumstehen, ne? Also hier haben wir noch ein paar Trupps, die auf was warten demnächst. Hier habe ich nur diese paar. Achso, ich könnte die zwei Mönche noch mitnehmen. Wir nehmen die Mönche mal mit. Und dann gehen wir da mal durch. Hä, hey, warte mal. Die wollen gar nicht mit uns kämpfen. Helft uns steht da, aber... Bei was sollen wir euch denn helfen, frage ich mich. Eine Totenstadt, möchte man meinen. Warte mal, du kommst her, schnapp dir mir hier die Reliquie. Niemand wird uns da anscheinend aufhalten. Hier, hey, da kommen wir zurecht, das ist kein Problem. Bring die mal zurück. Was bringt die uns denn? Der Ring der Nibelungen, ein kleines Goldrinnsal. Ja, ganz neckig, aber wirklich brauchen werden wir es wahrscheinlich nicht. Ja, wir sollen euch helfen, meine lieben, nicht mehr ganz so lebhaften Freunde. Du läufst da in die Richtung, als wüsstest du, was da ist. Mach hier mal bitte langsam. So, wir sollen ihm helfen. Eieieiei, okay, jetzt wird es doch interessanter, als ich dachte. Zurück. Ganz schnell. Da sind aber viele Einheiten. Wir müssen hier mal rüberziehen bis an diese Position. Ja, da wird ein Speer da irgendwas vorbeilaufen. Was soll der da jetzt machen? Keine Ahnung. Wir kommen da, denke ich, aber mal rechtzeitig durch, oder? Ja, das geht. Wenn die jetzt hier nicht die Festung angreifen wollen. Aber ich muss hier mal so den Befehl geben. Wetter. Böse. Egal, das ignorieren wir. Wir gehen dran vorbei. Ja, die Festen halten ja hier noch ein bisschen was aus, aber... So, jetzt haben sie uns entdeckt. Jetzt können wir da weitermachen. Ich brauche übrigens neue Einheiten. Falls das jemand nicht gesehen hat, hier mal ein paar solche. Kataphrakte bitte und solche. So, wunderbar. Keine Ahnung, wo die jetzt hinlaufen, aber... Die werden da nicht viel finden. Die Jungs sind einfach das Kämpfen aufführen. Ihr seid schon lustig. Schau mal da. Verfolgt die ja mal direkt. Ich verstehe nicht, wo die hinlaufen. Als ob die jetzt denken, die kommen da einfach damit durch, dass sie hier einfach an mir vorbeispazieren. Und vor allem da oben kämpfen bringen ja genau gar nichts, weil oben das nächste Dorfzentrum steht. Das war ein sehr lausiger Angriff. Schön, unsere Armee hat sie flankiert, wir konnten sie platt machen. So, was soll denn jetzt hier sein, weil hier hingezeigt wurde, helft uns, sprach der Schatten, aber wir können dem Schatten nicht helfen, weil der Schatten nicht sagt, was ihm fehlt. Hier können wir kämpfen, du bleibst da, wir greifen da hinten noch nicht an. Wir warten erstmal ab. Ja, ich bringe jetzt mal die Reliquie heim, aber wie sollen wir euch denn helfen, mein Freund? So, spreche doch mit uns. Oder ist da oben irgendwie ein Problem, das es zu lösen und zu finden gilt? Ich weiß nicht, aber so wie es ausschaut, ach, bitte. Schau mal, wie wir jetzt hier einfach, ja genau, einen Unsterblichen rekrutieren werden, der da absolut nichts reißen wird wahrscheinlich. Schauen wir mal. Da bist du doch schon und greifst hier mal direkt an.
Ja, gut, ein bisschen Schaden machen sie. Ach, Jungs. Jungs. Na, reißt von mir erstmal den Turm noch ein. Und dann jetzt aber hier wieder zurück. Hier könnt ihr geheilt werden. Da ist der nächste tot. Nö, okay, Dorfzentrum konnte man halten, war bei weitem nicht so spektakulär, wie ich dachte. Wobei soll ich euch denn jetzt helfen? Das wissen die anscheinend auch nicht so genau, die lieben Leute. So, den Ring der Nibelungen habe ich auch gefunden. Ihr vier, oh, ihr dürft hier mal zurückgehen und das Ding reparieren. Hier sind alle tot, du gehst hoch. Wir werden hier mal versuchen, die abzufangen, wenn sie es hier nochmal probieren wollen. Genau, das war hier. Ansonsten, ja. Zwei von diesen großen Dingern haben wir noch, aber irgendwie... Ich vermisse irgendwie Einheiten. Wo sind denn alle? Habe ich jetzt wirklich so wenig? Achso, ja, ich wollte schon sagen, hier ist nochmal ein Pulk von ein paar Stück. Und dann kriegt ihr jetzt hier erstmal ein Präsent von uns überreicht. So, dann schießen wir mal damit drauf. Da kommen neue Einheiten zu uns. Das Ding ist zerstört. Dann schießen wir da weiter drauf. Wo sind denn meine Feuerlanzenschusseinheiten? Na, mal hier alle vier da drauf. Und wenn hier gekämpft wird, ich bin ja eigentlich kein Fan davon, hier so einen direkten Sturm zu machen, wenn wir noch von allen Seiten beschossen werden. Aber wir können ja nebenbei mal die ganzen Festen einreißen. Gut, man merkt, dass hier die ganzen Helden fehlen. Was macht ihr denn jetzt hier? Sag mal, ihr glaubt jetzt halt ernsthaft, dass ihr so damit durchkommt, oder? So, wir holen uns mal diese Einheit. So, hier verliere ich jetzt natürlich auch sehr viele, weil wir da in alle Richtungen jetzt gerade kämpfen müssen. Aber wenigstens seine Verteidigung wird hier schon mal fallen an dieser Stelle. So, wir haben uns doch den einen Affen geholt, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht und gesagt, aber so geht's auch. Hier hinten werden wir leider immer mehr Einheiten verlieren. Die sind alle tot, wir gehen mal hier vor. Genau, die sind alle weg. Und jetzt können wir hier mit den ganzen Schützen uns mal um die dann noch alle kümmern. Ah, gut, okay. Da haben wir natürlich jetzt ein bisschen miese gemacht, aber... Nee, da war ich wieder zu gierig. Da muss ich mir selber auf die dicken Finger klopfen. Da war ich zu gierig. Da wollte ich nämlich direkt reinstürmen und alles gar wegmachen. Gescheit recht, dass ich da wieder auf die Schnauze gefallen bin. So deutlich muss man das hier leider sagen. Hier ein paar Einheiten noch zu mir. Ja, ich habe so gut wie gar keine Armee mehr. Ein totales Fiasko. Aber auch hier natürlich kein Problem. Das ist schnell alles wieder regeneriert. Wir haben genug Ressourcen. Das ist ja viel zu viel. Warte mal. Ihr hört sofort auf mit Nahrung. Wir brauchen Gold. Hier kann ich natürlich... Ja, gut, Problem war, ich habe keine mythischen Einheiten, keine Heider dabei gehabt. Wir lassen uns zurückfallen. Wir lassen uns zurückfallen. Ihr zwei habt hier einen Sammelpunkt bitte an dieser Stelle da. Und hier können wir mit allen Einheiten angreifen. Da haben wir ein Loch in die Mauer gerissen. Hier würde ich jetzt eigentlich ungern, warte mal, die Untätigen zu mir. Ja gut, ihr habt Gold gesammelt, ne? Das wird auf der Karte auch immer weniger. Da haben wir hier noch was. Danach dann hier rüber. Ihr zwei. Schon. Könnt ihr mit Holz sammeln. Du sammelst hier mit Gold. Oh, und dann kommen hier schon wieder neue Einheiten zusammen. Stopp. Zieht sie zurück zu der Feste. Wir werden jetzt den Fehler machen lassen, den ich auch gerade gemacht habe. Wir werden die Feste zur Feuerunterstützung mitnehmen. Genau, und schon schaut das Ganze viel angenehmer aus. Dass ich wirklich wieder diesen Dulli-Fehler gemacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, so langsam lernt man mal aus seinen Fehlern, aber dem war dann doch nicht so. Egal, jetzt aber schön mit den Gerätschaften Stück für Stück vorn alles wegbomben und danach hier die letzte Feste gar einreißen. Und dann können wir hier mal rumgehen, diesen Gürtel gar zumachen. Und dann können wir da die Dinger einschießen. Oh ja, da stehen schon wieder neue Einheiten für uns. Wobei, wenn wir jetzt reinstürmen, wie gesagt, dürfte da weitaus weniger passieren. Weil jetzt ja seine ganzen Festungen alles weg sind. Was nicht heißen soll, dass ich da reinstürmen möchte. Und wir stürmen direkt wieder rein. Aber dieses Mal sollte es, glaube ich, gehen, oder? Ja, doch im Großen und Ganzen. Wir schießen mal hier mit auf die Hellebardiere, weil die ja viel Schaden unseren Kavallerieeinheiten machen. Genau, hier mal schön mitten rein, auf den damit und auf den damit. Gut, das geht. So, und jetzt hier mal, ihr schießt hier mal weiter die Einrichtung nieder und wir schicken hier mal die Helden noch rüber, dass die wieder damit unterstützen. Weil die ja natürlich viel Schaden oder viel Aufmerksamkeit kosten, die ganzen Löwen. Das Ding einreißen, damit er keine Soldaten mehr produzieren kann. Siehst du, und schon haben wir es doch eigentlich.
Mit dem zweiten Ansturm war es doch durchaus einfacher hier zu regeln. Trotzdem sollten wir da hinten mal das Ding noch wegmachen, bevor wir da zu nah rangehen. Wo sind denn hier meine fleißigen Schützen? Mal erstmal wieder hier auf die Häuser. Zurück, 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 meine Freunde. Nicht so hektisch, jetzt auf die letzten paar Meter. Noch ein bisschen was vom Gegner zerstören, macht man doch hier gerne mal. Dann haben wir das alles und dann müsste ich bloß mal schauen. Da müssten wir hier mal schauen, das können wir noch wegmachen. Doch, das läuft, denke ich. Ja, schaut gut aus, wunderbar. Nö, dann würde ich sagen, ach, die haben es schon wieder ohne mich zerstört, wunderbar. Ohne Probleme, ohne alles. This could have been prevented if you had helped us. The Chaos curses me with this army, just as the creatures of Diu smite the Earth. The Chaos cannot be stopped here, mortal. Diu is affected just as much as Earth. You must travel to the northern swamps and summon Mangu. Only then can Yin and Yang be restored. Ich habe absolut kein Wort verstanden. Aber... okay. Also ich muss auch gerade sagen, ich habe gerade nicht wirklich zugehört. Ja, auf jeden Fall. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Das ist alles kaputt. Und jetzt ist irgendjemand sauer auf uns, weil wir anscheinend wieder irgendwas kaputt gemacht haben, was wir nicht hätten kaputt machen sollen. Damit sind wir am Ende und... ja, was soll ich sagen? Mission beendet. Aber bis jetzt schon mal so ein vorzeitiges Feedback zu der Kampagne oder zu dem Add-on. Bisher muss ich sagen, bin ich leider nur mäßig begeistert. Aber wie gesagt, wir warten mal ab. Vielleicht überraschen mich jetzt die nächsten 5-6 Missionen, die vielleicht noch kommen werden, dass ich sage, es war ein sehr gutes Add-on. Aber bisher muss ich sagen, durchwachsen. Irgendwie so, ich werde mit der Story auch nicht warm. Jetzt sind da ein paar Hansbüste, die uns angegriffen haben. Und irgendwie stehen wir in der Unterwelt. Und keine Ahnung, vielleicht kriege ich mehr raus, wenn ich da im Schnitt bin. Aber ja, jetzt werde ich erstmal eine kleine Pause machen und dann schauen wir mal, wie wir da weiter verfahren wollen. In dem Sinne, ich bin raus und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Where are we? We have arrived at the East Sea. It seems that the people here have not been spared from the chaos either. This is clearly the work of dragons. Their king, Aokwang, does not seem to be capable of controlling them anymore. We should help the people here to rebuild. We cannot make it to the altar of Pangu alone. Errichten Sie ein Dorfzentrum. Ja gut, nicht ganz der Einstieg, den ich mir erhofft hatte, aber macht nichts, damit lässt sich arbeiten. Willkommen zurück zu einer... leider etwas verzögerten, aber dennoch neuen Aufnahme. Wir sind wieder zurück, rund um die Saga im Chinesischen Reich. Nach der letzten Mission, nach den letzten zwei Missionen, die mich nicht so ganz vom Hocker gehauen haben, da war ja irgendwas. Wobei das jetzt natürlich, was heißt natürlich, wobei das jetzt, so wie sei gesagt, unabhängig von der Pause jetzt war, das war wieder mal eine, ja, leider nicht abzuwendende Zwangspause. Aber die letzten ein, zwei Missionen, muss ich schon sagen, ja, ich... fange quasi eine neue Aufnahme an und bin direkt wieder am Motzen. Das ist ja wunderbar. Auf jeden Fall, die haben mir nicht so ganz zugesagt. Muss ich dann an der Stelle direkt schon mal raushauen. So, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie das hier funktioniert. Perfekte Startmöglichkeiten. Hier drin sind ein paar Arbeiter. 6 Stück an der Zahl. Hier 3 Helden. Kann ich denn mit euch irgendwas machen? Du kannst Leute heilen, glaube ich, ne? Genau, heilt andere Soldaten, regeneriert sich. Der konnte irgendwas, was ich vergessen habe. Und der da kann Leute durch die Gegend stoßen. Errichten Sie ein Dorfzentrum. Hinweise, führen Sie Ihre Soldaten zu der unbesetzten Siedlung. Ach, die ist... ach so, ja gut. Dann gehen wir erstmal direkt dahin. Ich dachte vielleicht, dort würde irgendwie was an Gegnern auf uns warten. Aber nein, tatsächlich unbesetzt. Außer, dass da ein Drache auf uns wartet. Okay, ich merke schon. Edelstes Klientel voraus quasi. Das heißt, wir gehen hier erstmal in die Richtung. Zusammen
gehen wir erstmal den Weg entlang, den direkten danach. Na, ich sag, wir gehen den Weg entlang und lassen erstmal wieder einen der Helden stehen. Wunderschön. Hier mal zurück. Ne, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal ganz entspannt in das Dorf oder halt, ja, zu diesem Siedlungsplatz und danach schauen wir uns mal ein bisschen um. Was ist eigentlich das Ziel danach? Das habe ich wieder vergessen. Warum sind wir eigentlich hier? Ne, wir sind durch die Hölle gelaufen, dann kamen wir hier raus. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Es wird bestimmt irgendeinen Sinn und Zweck haben, der mir leider gerade entfallen ist. Da, ja, muss ich wieder mal mit ganz viel Unwissen brillieren. Aber wir fuchsen uns da schon wieder ein. Ich bin da relativ optimistisch. Stopp, wir machen... Nein, 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 nicht Holzfinger. Ich sollte hier erstmal warten. Und zwar werde ich jetzt, weil das eine mythische Einheit ist, werde ich hier mal meine Helden vorschicken. Jetzt habe ich den anderen Helden wieder vergessen. Okay. Du rückst mal auf, ihr zwei solltet den eigentlich alleine schaffen, bis der andere da ist. Ihr bleibt auf Abstand, ihr lasst euch davon nicht beeindrucken. Ja gut, mit dem zweiten Helden wäre es wesentlich schneller gegangen, aber... Obwohl, na, vielleicht kann der nochmal zuschlagen. Da kommt er angeschlichen, unser Held. Können wir hier mal schnell gegenheilen, das können wir sogar... Ne, bis der da ist, ist der Drache weg vom Fenster. Alles klar, gut, das haben wir soweit. Ihr seid da. Ja, es hieß im Intro irgendwas mit, irgendjemand hat keine Kontrolle mehr über die Drachen. Was wiederum wahrscheinlich heißt, wir werden hier von vielen Drachen höchstwahrscheinlich besucht werden. Was mich jetzt eher nicht ganz so freut, wenn ich ehrlich bin. Aber auch das ist eine Gefahr. Ach, wir haben hier schon einen Hafen. Okay. Wenn wir hier schon mal einen Hafen haben, ist das schon mal ein ganz gutes Argument für uns zumindest. Also wenn wir den übernehmen dürfen, das weiß ich natürlich noch nicht. Schauen wir mal, wer da irgendwie wieder was für uns vorbereitet hat. Wobei, mit dem Turm, können wir die Reste hier nicht einfach übernehmen? Ist das nicht möglich? Mit dem Heiler mal da hoch. Wobei ich den Heiler eigentlich gerne bei meinen Soldaten oder zumindest irgendwo in der Nähe hätte. Na, man weiß ja nicht, was da noch auf einen wartet. Aber okay. Gehen wir hier mal entlang. Ich hätte gerne mal eine Reliquie oder so. Mal so für zwischendurch. Vielleicht hier so bei den Häuserruinen oder so. Wäre da was? Wäre da nichts? Schade. Ich merke schon, da sind auch Drachen mit normalen Soldaten unterwegs. Das freut mich natürlich zu sehen. Wir entschwinden unauffällig wieder zu unserer Hauptposition. Warte mal, werden wir verfolgt? Nee, werden wir nicht. Das ist gut. Bauen Sie zwei weitere Siedlungen und verteidigen Sie sie gegen die Angriffe. Ach, da schon her, genau. Da sind wir gerade auch so reingelaufen. Ja gut, wir haben die Grube jetzt nicht direkt passiert. Wir sind eigentlich komplett in eine andere Richtung gelaufen. Aber okay, da hinten gibt es Gold und wir werden auf jeden Fall Gold brauchen. Wobei wir primär ja eigentlich nicht mal darauf angewiesen sind, hier zu sammeln. Wenn ich jetzt sage, ich baue hier wieder meine schlauen, wunderschönen... Ach, wie heißen sie denn? Halt hier, genau, meine Gärten. Und sammeln mit denen Rohstoffe. Sollten wir damit ja auch erstmal ein Stückchen weit kommen. Von dir möchte ich zwei Fischkutter. Und warum seid ihr hier eigentlich alle mit Holzsammeln beschäftigt? Wobei ich sehe hier auch keine Nahrung, die ich direkt abbauen könnte, ne? Das heißt, hier mit Holzsammeln macht ihr wahrscheinlich gar nicht so viel falsch. Und wahrscheinlich gleich mit etwas, wie heißt's, mit etwas... etwas anderen Gebäuden, die wir noch bauen könnten oder auch bauen sollten, vor allen Dingen. Da ist wieder jemand Neues fertig. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall was zum Rekrutieren. Die stellen wir dahin. Euch mal so ein bisschen nach dort unten und dann schauen wir mal. Du fährst da los. Gibt es hier denn irgendwo Fisch in der Nähe? Sonst habe ich hier gerade umsonst mich gefreut, dass es hier einen Hafen gibt. Irgendwo in der Nähe? Ja doch, das nehme ich hier erstmal an der Stelle. Hier vielleicht noch für dich irgendwo ein Stück Fisch. Ja, ein Stück Fisch, was so ganz allein im Wasser treibt, so soll es ja natürlich nicht sein. Warte mal. Da oben? Ah, okay. Ja, ist nicht ganz nah dran an diesem Hafen, aber besser als nichts. Okay, so langsam kommt das eine oder andere doch wieder. Jetzt würde ich sagen, hier mal. Genau, nein, nicht die Vorratsgrube. Genau, den Fehler mache ich immer noch. Die Gärten mit der Vorratsgrube verwechseln. Das hier ist fertig. Dann hier mal direkt daneben einen Stall. Genau, Vorratsgrube ist aber ein gutes Stichwort, weil dann sammle ich mit euch am besten an dieser Stelle erstmal weiter Holz. Das sollte uns eigentlich erstmal niemand angreifen. Du bist da beschäftigt. Genau, hier wird noch fleißig gebaut. Warte mal, wie lange dauert es noch? Ich möchte gerne den nächsten Auftrag geben. Gut, ein bisschen dauert es noch. Kann ich hier nochmal schnell einen Marschbefehl geben bis an diese Kante. Da haben wir natürlich nichts mehr gefunden. Schade, hätte ja sein können. Wieso kommt oder wo kommst du jetzt her? Achso, das war die Dame, die beim Stall unten mitgebaut hat. Ah, ich möchte
Eigentlicher Waffenkasten. Wobei, wir haben gerade. Ich wollte gerade sagen, Mimimi, wir haben ja fast kein Holz, aber da wir ja nur Holz sammeln, haben wir gerade sehr viel Holz da. Das ist eigentlich kein Problem.